Ja, freuen Sie sich heute auf einen Bericht über eine fantastische Internetfernsehsendung mit Dr. Med Klaus Köhnlein, der sozusagen wie die Next Scientists for Future.de auch sozusagen den Rückblick hat über die letzten über 50 Jahre Horror-Medizingeschichte hat. Freuen Sie sich darauf. Das ist das Highlight des Tages, ja. Aber ich gehe erstmal die anderen durch, ja. Also das Beste kommt zum Schluss. Seit dem 25.02., dem Kommentar unter der Nummer 327, berichten wir über die Irrwege unserer Welt bei Corona, sozusagen, ja. Ja, dann bei der letzten Sendung habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe sozusagen die Pest weit unterschätzt. Ja, also wenn wir in Schweden, ich hatte ja so gesagt, wo ist es? Vielleicht hat man die Zahlen hier noch auf dem Schirm. Wo ist es, dass wir in Schweden jetzt statt 33.000 Tote normale in den letzten 3 Monaten, ganz normale Wintersterblichkeit, jetzt eine Erhöhung, wenn es überhaupt eine Erhöhung ist, dann maximal auf 36.000 Tote haben. Und das sozusagen, dann habe ich gesagt, ja, 44.000, das wäre dann so Pestniveau, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Bei Pestniveau hätten wir, da sagt man, dass etwa ein Drittel, also das immunschwächere Drittel der Bevölkerung gestorben ist. Das würde bedeuten, bei so einem schnell sich ausbreitenden Erreger wie Corona, ja, müsste man davon ausgehen, dass in den letzten 3 bis 4 Monaten eher 3,3 Millionen gestorben wären, also nicht hier, wo ist es? Nicht 3.000, wie jetzt in Schweden, wenn es hochkommt, wenn wirklich das alles an Corona Gestorbene seien und so weiter und wenn die ganzen Daten nicht alle gefälscht sind und so weiter, sondern dann müsste man das mal 1.000 nehmen, zum Beispiel jetzt mal 1.000 nehmen, dann sind wir bei 3 Millionen Toten. Und das wäre ungefähr der Level von Pest. Ja? Das heißt also, dass offensichtlich der Corona-Erreger 1000-mal weniger gefährlich ist als der Pesterreger. Und bei Pest, da hätte man schon Maßnahmen verstanden. Ne? Also zumindest, wenn man sich klar macht, dass natürlich so schwach und extrem schwach wie damals natürlich unsere heutigen Immunsysteme nicht sind, denn auch die ganzen Fehlernährten essen ab und zu mal ein paar Vitamine und so weiter. Also so ganz schlimm ist es nicht. Also Entschuldigung für den Fehler. Also eigentlich zeigt die Betrachtung von Schwedens im Vergleich mit Pest, dass sie also nur ein Tausendstel der Toten, wie sie bei Pest normal wären, haben. Und das ist kein Grund zur Sorge. Das ist minimal. Ja? Und das ist auch kein Grund für Maßnahmen. Wie gesagt, ein Großteil der Effekte in Schweden, der möglichen tödlichen Effekte, kann ja eben auch gekommen sein, dadurch, dass die Panik aus der Welt reinschwappte und die Zerstörung der schwedischen Wirtschaft aus der Umwelt reinschwappte. Ja? Und diese beiden Faktoren können ja eigene Tote gefordert haben. Ne? Nicht zuletzt Selbstmorde. Ne? Ja, dann nur noch mal zum Thema Verschwörungstheoretiker. Ja. Da ist jetzt im Moment gerade Mode, sozusagen, ja, die wollen uns die Freiheitsrechte. Gerade ist wieder eine Sendung mit Bodo Schiffmann am Laufen, sozusagen, während der Aufnahme dieser Tagesschau hier. Immer geht es darum, dass in letzter Zeit wieder die Verschwörungstheoretiker aufblühen und sagen, die wollen uns unsere Freiheitsrechte nehmen.
Ja, stellen wir uns vor, wir hätten es jetzt tatsächlich mit einer echten Pest zu tun und wir wären jetzt genauso immunschwach wie die Leute zu Zeiten der Pest, ja. Und wir hätten dann diese Rattenflöhe oder irgendwas wäre da, egal wie, irgendwas Pestkalibermäßiges, ja. Wollen die dann auch nur unsere Freiheitsrechte beschneiden? Nee, dann muss doch ein Politiker sozusagen Maßnahmen vollziehen. Also ist doch an den Maßnahmen nicht schlecht. Es ist doch nur an dem Irrtum etwas schlecht. An dem Irrtum, aus einer Mücke einen Elefanten gemacht zu haben. Also das Coronavirus weit zu überschätzen in seiner Tödlichkeit, ja. Bundeskanzler Kurz, der soll ja irgendwie so den Leuten so 1 Million Tote in Österreich angedroht haben. Ja, das wäre ja immerhin dann, Pest wäre ungefähr bei Österreich so 2,7 Millionen Tote gewesen. Also immerhin wäre das ja ein Drittel der Pestgefährlichkeit gewesen. Ja? Und dann kann man natürlich verstehen, wenn man das glaubt als Politiker, weil man den vermeintlichen Experten glaubt, dann ist es doch ganz logisch, dass dann Freiheitsrechte beschnitten werden müssen. Also dieses Thema, also dieser Freiheitskampf, das ist ein völliger verschwörungstheoretischer Quatsch. Die Frage ist einzig allein naturwissenschaftlich nur, warum der Irrtum? Warum der Irrtum bei der Gefährlichkeitsschätzung? Und das beweise ich jetzt wieder ganz kurz, dann habe ich wieder den naturwissenschaftlichen Beweis schnell drin. So, wo haben wir den Naturwissenschaftlichen? Das ist ein Arzt, der sagt, ach nee, Viren und Bakterien sind eigentlich ziemlich unwichtig, das haben ja auch viele Wissenschaftler aufgezeigt. Die Mikrobe ist nichts, das Terrain ist alles, also das immungeschwächte Terrain, immungeschwächte Körper ist alles und die Mikrobe ist nichts, ja. Und dann die andere Seite, die am Anfang, Pasteur und Koch oder so, ich glaube, die haben beide, glaube ich, in dem Irrtum festgesteckt, angeblich nur bis zu ihrem Sterbebett, wo sie dann das Gegenteil angeblich gesagt haben sollen. Das heißt also, Pasteur und Koch haben ja wahrscheinlich gesagt, nein, die Mikrobe ist alles und allmächtig und das Terrain ist völlig unwichtig. Ja, und diesen Irrtum, solch ein Irrtum bringt natürlich enorme Gewinne, denn da ich jetzt hier, dieser Arzt, macht Terrainberatung, der sagt also hier, Leute, ihr müsst gesund, natürlich leben, naturbelassenen Lebensstil, Ernährungsstil und so weiter und dürft auf keinen Fall die moderne Nahrung essen. Während dieser hier sagt, nein, das Terrain ist ja unwichtig, die Mikrobe ist ja immer groß und gewaltig und stark, ja. Und dieser Arzt ist dann auch selber Hypochonder, ja, der sieht überall das Wirken dieser kräftigen Viren auch bei sich, hat er ständig Angst davor, ist also phobisch einmal und einmal auch hypochondrisch und meint ständig bei sich das Wirken solcher gewaltigen Mikroben zu spüren, ja, zu denen ja auch die Viren gehören. Und und dadurch steckt er seine Kundschaft an mit diesen Irrtümern, mit diesem gewinnbringenden Irrtum. Die Leute ernähren sich weiterhin falsch, das Terrain wird geschwächt und er kann eine Behandlung nach der anderen verkaufen. Das heißt, seit der Erfindung der Marktwirtschaft, deren Chefideologe ja Dr. Markus Krall in Deutschland im Internetfernsehen geworden ist, ja, seit dieser Krallschen Marktwirtschaft breiten sich die gewinnbringenden Irrtümer überall massenhaft aus. Ja, hier 2 Kinder ernährt, 3 Enkelkinder, 2 Urenkelkinder, 2 Ururenkelkinder, 3 Ur... Und so, ja, und so entsteht also eine ganze medizinische Großfamilie aus Medizinprofessoren, die alle die Gefährlichkeitsschätzung bei der Gefährlichkeitseinschätzung notwendigerweise Mikroben, Viren und Bakterien als übermächtig, also überschätzen deren tatsächliche Gefährlichkeit. Und das ist die Ursache sowohl für die weltweite Hysterie
als auch sozusagen ja, letztendlich für alles, ne? Das ist die Ursache für alles, liegt in der marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeit, wo nur die Next Scientist for Future.de im Besitz von Wahrheiten sind, während alle anderen noch im ja, vormarktwirtschaftlichen Erkenntnisnotstand leben, also überall nur Halbwahrheiten bringen. Auch Dr. Köhnlein, trotz gleich des fantastischen Berichtes von seiner Sendung, auch er hat immer nur Halbwahrheiten, ne? Also Schluck Wasser. Ich bin ja dabei, im Moment grundsätzlich gar nichts mehr zu essen, sondern nur noch, wenn ich irgendwas merke, dann Kopfschmerzen oder Hungergefühl oder so, dann esse ich eine Winzigkeit, aber ich esse grundsätzlich keine Mahlzeiten mehr, weil dieses große Intervallfasten mit abends regelmäßig mal einmal etwas zu essen, auch schon zu viel war für mich, ja? Also sozusagen am Rezept für alle, die mit Gewicht kämpfen, so wie ich, der ich mit 3, 4, 5 Kilo kämpfe, aber andere kämpfen ja mit 10 Kilo, 20 Kilo, grundsätzlich gar nichts mehr zu essen. Nur wenn der Körper sich rebellisch äußert, dann überhaupt essen. Und dann auch nur Winzigkeiten an Gemüse, Obst und so weiter. Also da gibt es ja die Sendungen hier auf dem Kanal, die zur gesunden Ernährung sind, nicht zuletzt mit Professor Michaela Döll und Dr. Med Ludwig Manfred Jakob und eine Sendung von mir über kerngesunden Lebensstil. Ja, und das ist dann die Wahrheit und nicht nur die Halbwahrheit. Ne? Denn die Wahrheit ist tatsächlich erforschbar gewesen, aber sie lässt sich nur erforschen von völlig unabhängigen Wissenschaftlern. Nicht jeder Einzelne beim Weltrat der Weisen und den Next Scientist for Future.de ist tatsächlich total unabhängig. Also auch die eben genannten Professoren und Doktoren verkaufen das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel und sind deswegen nicht völlig unabhängig. Manche müssen ja auch von ihrer Praxis noch leben, aber es sind so viel unabhängige, berentete, völlig unabhängige Wissenschaftler beim Weltrat und bei den Next Scientists for Future.de dabei, dass wir garantieren können, dass das das einzige unabhängige Gremium dieser Erde ist. Ja, sonst wär der Weltrat ja auch nicht als Weltrat der Weisen letztendlich angetreten. Ja? Das heißt also, und das ist genau das Dilemma, also dass natürlich die ganzen Medizinprofessoren, die von der Politik und den Medien gehört wurden, natürlich in keinster Weise unabhängige Elemente haben, sondern total abhängig sind. Schluck Wasser. Also. Irrtum, ja, also Beispiel für die Irrtümer. Gehen wir nochmal auf das Beispiel Antibiotika bei harmlosen Erregern. Ja, also es ist überall bekannt und wird überall besprochen, dass hier der gute, wahrheitsorientierte Arzt, der sozusagen selbst auch alle seine Ausbildung kritisch reflektiert, der sagt, also ich verschreibe Antibiotika so absolut selten wie nur irgendwie möglich, denn die können das Immunsystem und die Darmflora über Wochen und Monate hinaus schwächen und den Menschen krankheitsanfällig machen und so weiter. Und das darf nur ein Notmittel in absolut, wenn es irgendwie überhaupt nichts anderes geht, keine Ernährungsumstellung hilft, nichts hilft, gar nichts hilft, dann nehme ich das, ja. Und der andere, der irrt sich irrende Arzt, der Durchschnittsarzt, der also nicht diese Unabhängigkeit hat, sondern einfach das glaubt, was gelehrt wurde, der verschreibt bei harmlosesten Erregern, manchmal sogar bei reinen Viren, wo noch nicht mal irgendwelche eine bakterielle Hyperinfektion noch dabei ist, sondern bei reinen Virengeschichten schreibt der Antibiotika, ja, und dann werden die Leute dadurch chronisch kränklich, weil er dann auch die Darmflora nicht wieder aktiv aufbaut und so weiter.
Und dann werden die ständig wieder krank und er kriegt also ständige Wiederholungskundschaft und ständige Dauerkundschaft, verdient viel, kann zwei Kinder ernähren, drei Enkelkinder, zwei und so, schon wieder sind wir auf der Erfolgsspur in der Marktwirtschaft, nämlich ich irre mich und werde mit Geld überschüttet für meinen Irrtum. Und das ist Marktwirtschaft, marktwirtschaftliches Gesundheitssystem, ja. Weswegen wir das beenden müssen. Ganz kurz die Wohlfühlstimme, schon tausendmal gesagt, wäre ein Denkmodell, mit dem man das kontern kann. Nämlich dann würde dieser Arzt, weil die Leute sich ja nicht wohlfühlen, sondern eher schlechte Wohlfühlstimmen abgeben würden und schlechtere Gesundheitsdaten aufweisen, würde der keine Verdienstzuschläge mehr bekommen und der würde dahin rücken und der wahrheitsorientierte Arzt würde die Verdienstzuschläge bekommen oder der würde sich auch dem wahrheitsorientierten Arzt von dem lernen und dann würden beide eben wieder viele Kinder bekommen und sich ausbreiten in der Evolution. Schluck Wasser. Denken Sie daran, Sie können das Tempo dieser Sendung erhöhen in den meisten Plattformen, ne? Ja, also, gewinnbringende Irrtümer bringen gute Folgegeschäfte. Ja, und warum soll ich so ein funktionierendes System ändern? Ja, Boris Johnson behauptet, es sei ihm also schlecht gegangen mit Corona. Ja, richtig schlecht gegangen. Ja, aber jetzt wissenschaftlich ist es natürlich für uns unklar, ja. Ist es ihm jetzt so schlecht gegangen wegen seines ungesunden Lebensstiles, also wegen seiner vielfachen Vorschädigung, ja? Oder wegen schlechter Medizin, da kommen wir ja gleich auch bei Dr. Köhnlein drauf zu sprechen, wegen schädlicher Behandlung und so weiter. Die Intubierung wurde ja schon ganz oft als Todesfaktor genannt. Ja? Ging es ihm deswegen schlecht oder ging es ihm nur wegen Corona, wegen dem Virus schlecht? Also das weiß kein Mensch. Das können wir wissenschaftlich nicht beantworten. Ne? Philipp Amthor von der CDU, Abgeordneter, Bundestagsabgeordneter, betont ganz richtig, die Wettbewerbssituation zu China zum Beispiel, ja, das heißt unser, dass es uns nicht geht wie den nordamerikanischen Indianern, die einfach mal so eben abgeschlachtet wurden, ja, und erobert wurden. Dieses, dass wir wehrfähig bleiben und überhaupt, dass wir wirtschaftlich konkurrenzfähig und technisch konkurrenzfähig bleiben, das muss erarbeitet werden. Da hat er recht, wenn er auch meistens wahrscheinlich sonst in einer seiner unkritischen Haltung zur Marktwirtschaft total Unrecht hat. Aber da hat er recht. Wo er recht hat, hat er recht. Ne? Er versteht eben nicht, und dann versteht er auch nicht, dass das Ganze natürlich ein bevölkerungspolitisches Problem ist. Ja? Warum ist denn Europa so abgefallen? Ja? Weil Europa, das tut ja immer allen weh, wenn ich das sage, aber es tut mir leid, weil wir eben viele dumme Kinder von vielen dummen Leuten bekommen in Europa und zu wenig kluge Kinder von klugen Leuten bekommen, die eben die neuen Technologien erfinden können und hochbezahlte Arbeitsplätze schaffen können, also und dann eine Vollbeschäftigung in hochbezahlt Arbeitsplätzen bekommen. Dafür müssen wir aber auf dem Weltmarkt gefragte Produkte erfinden und das können die hier nicht grundsätzlich, weil es da genetische Grenzen gibt, ja. Und die könnten das und wir brauchen eben viele Genies aus aller Welt, sodass wir eine Multikulti-Gesellschaft haben im Hochleistungsbereich, im spitzenwissenschaftlichen Bereich, im Top-Unternehmerbereich, im Top-Management-Bereich brauchen wir Genies aus aller Welt, damit Europa wieder nach oben kommt. Denn jetzt ist Europa auf dem sterbenden, absteigenden Ast. Ne? So, dann geht's wieder zurück zu unserem Tagesbild. Ja, ich kriege immer mit, wie die beim Supermarkt da leiden unter den Masken die Mitarbeiter. Ne? Die müssen die ja den ganzen Tag tragen. Ne? Das ist richtig unerträglich. Ja, dann haben wir
Bevor wir zu dem versprochenen Sensationsgeschichte Dr. Köhnlein kommen, ja, da eine Meldung in einer Internetsendung, kann ich nicht nachprüfen. Ärzte würden gedrängt, Corona auf die Zettel draufzuschreiben, obwohl es gar nicht Corona war. Na, das würde passen. Das würde passen, weil das nämlich einfach ja dem Gesichtsverlust der Medizin vorbeugen würde, ja. Und dann hier Norbert Bolz, da in seiner Sendung, da wird so gesprochen, also in der Sendung mit Norbert Bolz, ja, wird gesprochen von der Gefährlichkeit wissenschaftlicher Expertise. Schön, dass wir das, nachdem wir das seit Monaten sagen, ja, auch mal ausgesprochen wird. Jede Expertise in der Marktwirtschaft muss immer unter dem dringenden Anfangsverdacht stehen, dass es sich um eine gewinnbringende Irrtumsexpertise handelt, die einfach nur immer grundsätzlich in die Irre führt. Nur wenn es ein ausnahmemäßiges Gremium wie die Next Scientist for Future.de und der Weltrat der Weisen, wenn es solch ein Ausnahmegremium gibt, in dem ganz viele unabhängige Personen beteiligt sind, die für die vollständige Unabhängigkeit von den Geschäftsinteressen der Marktwirtschaft sozusagen Sorge tragen innerhalb eines Gremiums, nur dann kann es sich um eine brauchbare Expertise handeln. Nur dann. Und ich bin sehr sicher, dass es sich beim Weltrat und den Next Scientist for Future.de um die einzige echte Expertise weltweit handelt. Überall sonst haben sie interessierte Gruppierungen mit gewinnbringenden Irrtümern und die verfilzt sind mit der Marktwirtschaft und deswegen in den Zwängen der Marktwirtschaft stecken. Und ihn deswegen. Aber Norbert Bolz ist da ganz gut, Professor Norbert Bolz ist da ganz gut in der Kritik von den Fehlern der Wissenschaft auch. Schluck Wasser. Ja, also bis zum gewissen Grad, er geht nur nicht so weit, so hart zu formulieren, wie ich das formulieren würde. Wissenschaft ist die Geschichte der Irrtümer, ne? Also so weit würde ich gehen. Er sagt so, ja, wir hangeln uns von Hypothese zu Hypothese, aber immerhin spricht er so Worte an wie Gefälligkeitswissenschaft, ja, Gefälligkeitswissenschaft, ja, und das, ja, wie gesagt, nur die Next Scientist for Future.de sind total unabhängig. Auch wenn Einzelne nicht total unabhängig sind, die werden also vorsichtig gewichtet innerhalb des Weltrates, ne? Mit aller Vorsicht. Ne? Ja, also dann wird noch gesprochen über irrationale Aspekte des Geschäftes Wissenschaft. Ja? Also, oder man muss generell sagen, ja, eben, wir müssen uns drum kümmern, um die irrationalen Aspekte des Geschäftes Wissenschaft. Das ist auch nur ein marktwirtschaftliches Geschäft mit all den gewinnbringenden Irrtümern wie sonst auch. Und eines, was da im Moment, ich glaube, Herr Bolz hat sowas gesagt, dass es eben auch, dass im Moment Mode geworden ist, das Silencing anderer Wissenschaftler, also den anderen des Maulverbietens sozusagen, den anderen Wissenschaftlern, weil ja nur die marktwirtschaftlichen Geschäftswissenschaftler, die haben ja nur die Wahrheit und die anderen, die sollen das Maul halten. Ne? Das ist gerade schön demokratisch sozusagen, das, was auch in den Wissenschaften um sich gegriffen hat, in den, ich nenne sie mal, den marktwirtschaftlichen Pseudowissenschaften. Ne? Dr. Med-Rüdiger Dahlke, ich habe es nur überflogen, weil er natürlich auch immer das Gleiche wiederholt in seiner neuesten Sendung. Ja, ja, er will, dass man nicht in dieselbe Falle tappt. Er hat nur keine Ahnung, dass uns da vor der Falle immer nur sowas wie die Wohlfühlstimme oder ähnliche Dinge schützen würde, weil nur die
ermöglicht, dass nicht mehr diese übertriebene Gefahrschätzung jedes Virus als Killer-Virus und so weiter, dass das nicht sich immer wieder wiederholt. Das wird sich immer wieder wiederholen, solange wir diese marktwirtschaftliche Medizin, dieses marktwirtschaftliche Gesundheitssystem, generell diese marktwirtschaftlichen Prinzipien in allen Systemen haben. Dann wird es überall Übertreibungen geben und überall Überschätzungen von Gefährlichkeiten geben, die dann eben an denen dann immer viele Leute gut verdienen. Da kommen wir ja gleich bei Köhnlein dazu. Ne? Aber nochmal die Absage an alle Verschwörungstheoretiker. Es ist nur dieser Irrtum und das einzige Problem ist das marktwirtschaftliche Prinzip. Ja, also sonst gibt es kein, alles andere sind dumme Verschwörungstheorien von Antiwissenschaftlern. Ne? Die Wohlfühlstimme habe ich genannt. Ja, deswegen nochmal mein Satz, nur unabhängige Experten sind Experten. Auch Dahlke ist noch geschäftlich, marktwirtschaftlich interessiert. Insofern müsste man ihn auch mit Vorsicht gewichten, seine Aussagen. Immer sich klar sein, er will immer noch Naturheilkunde und Komplementärmedizin verkaufen. Also wird er einen Bias, eine Verzerrung, eine Wahrnehmungsverzerrung in diese Richtung haben. Und jetzt das vielversprochene, das Highlight des Tages, Dr. Med. Klaus Köhnlein. Ja, so. Seine letzten Äußerungen stehen hier zuerst, nämlich, dass so die ganzen Impfungen so der letzten Jahrzehnte ganz oft so aufsteigende Lähmungen zur Folge hatten, auch in Indien so, Bill Gates und so weiter, ja. Und dann die letzte Äußerung der Sendung ist, dass Dr. Köhnlein wohl empfohlen hat, generell als Gesundheitsminister würde ich diesen Corona-Test sofort vom Markt nehmen, endgültig vom Markt nehmen und von wegnehmen, weil der eigentlich dieses Überschätzungsproblem dann noch begünstigt hat, denke ich mal. Wäre wohl sein Argument auch. Ja? Ja, und dann, wir gehen zurück in die Geschichte. Das ist so zurückblickend, also das ist das, wo ich mich vor Jahrzehnten mit beschäftigt habe. Damals gab es einen Professor Peter Duesberg oder Duesberg, der damals schon diese HIV-Geschichte ist. HIV ist ja auch ein Virus, ja, kein Coronavirus wahrscheinlich, sondern ein anderes geartet, ein sogenannter Retrovirus, glaube ich. Und dann jetzt sagt Köhnlein, also sensationell, schon bei HIV war das gleiche Muster im Prinzip, ja. Wenn das Testergebnis HIV-positiv dabei war, dann war das plötzlich alles AIDS, ja. Und dann ist er auch an AIDS gestorben. Da wurde nichts anderes mehr gedacht, nichts anderes mehr erforscht. Das war dann auch jede Krankheit, an der Mensch gestorben hat, die gehörte dann plötzlich sogar zum Syndrom AIDS, ja. Also da wurden jetzt, ich glaube, er hat die Zahl 27 genannt, 27 verschiedene Krankheiten gehören jetzt angeblich zum Syndrom AIDS, damit man immer sagen kann, ja, dieser Mensch ist auch an AIDS gestorben. Ja. Und dann erinnere ich mich noch, dass es damals auch schon darum ging, dass dieses Medikament AZT, dass das alleine tötet, ja, dass das alleine getötet, so wie jetzt bei Corona ja gesagt wird, dass auch diese Behandlung mit manchen Medikamenten tödlich ist. Also eine tödliche Überbehandlung war also bei HIV, stand auch am Anfang. Und Dr. Köhnlein hat das wohl direkt miterlebt. Er hat miterlebt im Krankenhaus, wie das mit den HIV-Patienten war und hat das persönlich erlebt und heute ist es halt, damals war es der HIV-Test und heute ist es der Corona-Test und darauf heißt danach ist dann alles nur noch Corona und genauso war damals alles nur noch AIDS und HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome, ne? AIDS war dann alles immer, ja.
Und dann sagt der Dr. Köhnlein, ja, erst 4 Jahre später haben wir gemerkt, dass die Leute ja an der AZT-Behandlung gestorben sind, weil wir natürlich am Anfang immer so denken, das ist ja sozusagen, wir sind ja alle, wir sind ja alle im Gesundheitswesen, ich stamme ja auch ursprünglich aus dem Gesundheitswesen, habe mich nur davon verabschiedet, damit ich unabhängig werde, ja. Und wir sind doch alle gefüttert mit dem Aberglauben daran, dass es immer die allmächtigen psychischen oder körperlichen Krankheiten sind, die töten. Und wir denken fast nie daran, dass unsere eigene Behandlung ja die Todesursache sein kann. Ja? Also die iatrogene Erkrankung und iatrogene Sterben hatten wir gar nicht im Blick. Ich bin extra mal auf einen Kongress nach Rotterdam gereist zum Thema iatrogene Erkrankungen, also durch Ärzte verursachte Erkrankungen. Ja? Und dann sagt der Dr. Köhnlein eben, wir haben 4 Jahre später erst gemerkt, dass die Leute gar nicht an HIV gestorben sind, sondern an unserer Behandlung gestorben sind. Ne? Und so weiter. Ja? Und er sagt aber, in der Sendung geht's auch, kommt die Äußerung, ja, es geht eben darum, Seuchenstimmung zu erzeugen. Ja? Also wenn ich selbst als Arzt Mikroben für allmächtig halte und das Terrain für unwichtig halte, in der Tradition von Koch und Pasteur sozusagen, dann ist es klar, dass jeder Medizinprofessor uns eine Überschätzung der Gefährlichkeit eines Erregers liefern wird. Deswegen wäre es ja so wichtig, dass der Weltrat und die Next Scientist for Future.de zum neuen RKI, Robert-Koch-Institut, und zur neuen WHO werden sollten. Die haben den nötigen Abstand, ja. Und die würden auch keinen Cent von Bill Gates annehmen. Weil, ja, das heißt, das würde nicht gehen. Was sie vielleicht annehmen würden, ist, was weiß ich, wenn die US, also wenn in Deutschland, ganz Deutschland reformiert wäre, kostenlos, und dann die USA sagt, wir wollen euch unbedingt auch von euch reformiert werden, ja, dann kann es schon sein, dass dann die Professoren sagen, ja, mal gucken, da muss ja mal eine Gesamtsumme überwiesen werden von den USA für die Flugkosten und für alles, ne? Ja. Aber niemals würden sie von einer interessierten Person wie Bill Gates oder so irgendetwas annehmen, sozusagen, und sich dann abhängig machen von irgendwelchen Geldern. Ja? Während die WHO, ja, da wurden wahrscheinlich viele neue Stellen besetzt, und jeder, der diese neue Stelle hat, weiß genau, wenn Bill Gates das Geld zurückzieht, verliere ich wieder meine Stelle. Also diese Leute sind in Abhängigkeit. Ja? Das ist eben immer das Entscheidende. Ja, also Seuchenstimmungserzeugung war das Letzte. Und dann Test positiv. Und daraus folgt, dass die Leute dann hypochondrisch krank werden. Also bei Corona hätte Dr. Köhnlein wohl auch irgendwie sowas beobachtet, dass es eben genauso ist. Ja, man wird testpositiv getestet und wird dann hypochondrisch krank. Das wurde ja damals bei HIV auch berichtet, dass also Testpositive, bei denen man hinterher festgestellt hat, dass sie niemals Kontakt mit dem HIV hatten, dass die trotzdem dran gestorben sind, weil sie hypochondrisch krank wurden, ja, und psychisch den Voodoo-Tod gestorben sind. Ne? Kann sein, dass das nicht stimmt, aber tendenziell ist da was dran, dass also Angst krank macht, ne? Und Immunsystem schwächt. Ja, und dann äußert Dr. Köhnlein den Verdacht, es könne sich eventuell um einen alten Virus handeln. So, das heißt, dass wir eigentlich nur durch die Erfindung des Testes jetzt einen alten Virus zum neuen erklärt haben. Ein altes Virus zu einem neuen oder einen alten Virus, angeblich ist es ja sehr egal, was man sagt, zu einem neuen erklärt haben. Also nur der neue Test ist da. Und nur der neue Test breitet sich aus und dadurch auch die Hysterie, ja, weil je mehr ich teste, desto mehr finde ich. Ne?
Ja, und zum Beispiel wird im Moment nicht mehr auf Influenza getestet, sondern nur noch auf Corona getestet. Also ist jetzt plötzlich alles, was früher Influenza war, ist dann plötzlich Corona, so ungefähr. Ne? Also, ja. So. Keuchhusten, ja. Auch da wird geschildert in der Sendung, dass es da eine Illusion einer Epidemie gab, ohne dass irgendwo auch nur ein Erreger eine Rolle spielte. Also es reicht diese übertriebene, sozusagen diese übertriebene Mikrobenüberschätzung der Branche Medizin reicht aus, um eine ganze Scheinepidemie zu erzeugen, wo in Wirklichkeit überhaupt kein Keuchhustenerreger beteiligt war. Was man hinterher dann festgestellt hat, da war nie ein Keuchhustenerreger, aber das ganze Erscheinungsbild einer Keuchhustenepidemie war entstanden. Hysterisch halt. Ne? Und ja, und dann, ein Politiker hätte wohl auch gesagt, dass er in Italien das Dilemma einfach nur sei, dass man dummerweise 10-mal mehr getestet hätte als der Rest von Europa. Und dadurch hat man natürlich ganz Italien in diese gefährliche Paniksituation gebracht und dann natürlich auch ganz viele Tote so erzeugt, eventuell, ja. Und ja, und dann wurden, also das ist ja, was Dr. Köhnlein aus dem Lancet berichtet, dass nämlich da eine Überbehandlung mit Immunsuppressiva durchgeführt würde und dass die automatisch zum Tod führen, wenn ein Erreger im Spiel ist. Das ist zwangsläufig, wenn ich das Immunsystem unterdrücke. Und dann erwähnte auch einen der Klassiker, den ich natürlich auch gelesen habe, Buchwald, ich weiß nicht, wie der heißt, Dr. Med. Buchwald, Ingo, nee, keine Ahnung, wie der hieß, Gerd Buchwald oder müssen Sie gucken, Dr. Med. Buchwald, impfen, impfen und so weiter. Ja, also und Dr. Köhnlein sagt, ja, wenn man das Buch durchblättert, wird man sofort zum Impfkritiker. Ne? Und so ging es mir auch. Ne? Und ich habe es natürlich ganz gelesen, ne? Nicht nur durchgeblättert. Ja. Ja. Und dann, wie gesagt, damals Professor Duisberg hat schon dieses AZT-Retrovir, glaube ich, oder so, damals kritisiert und so weiter in seiner tödlichen Wirkung. Ja, und dann Buchwald hätte nämlich aufgezeigt, dass also der Rückgang dieser ganzen Infektionskrankheiten schon vor den ersten Impfungen stattfand, weil nämlich eben eine leicht verbesserte Ernährungssituation, eine leicht verbesserte hygienische Situation schon allein ausreichend war, um diese schweren Infektionskrankheiten seltener werden zu lassen, ja. Und dass man dann nur einfach natürlich den Erfolg den Impfungen angehängt hat, weil es natürlich für das Geschäft gut ist. Ne? Ja, warum soll ich das dann nicht nutzen, solange die Leute das nicht alles durchschauen? Ne? Natürlich haben Immungeschwächte Probleme. Ach so, nee, das ist noch ein neuer Gedanke. Ja, Professor Köhnlein bringt uns also eine neue Hypothese, nämlich dass er sagt, ja, Immungeschwächte, das habe ich doch im Krankenhaus gesehen. Die Immungeschwächten haben nicht das Problem, dass sie von außen mit irgendwelchen Masern oder sonstiges infiziert werden, sondern die sterben dann an den inneren Erregern, üblicherweise an Pilzen, weil nämlich dadurch, dass die Immunschwäche vorist, sind dann interne Opportunisten wie Pilze sozusagen dann in der Lage, den Körper eben zu abzuräumen, ne? Und zu verwerten, ne? Und dann stirbt er halt daran, ne? Ja, und dann erwähnt er eben ja, das Thema Geldflüsse. Ja, es geht eben um Geldflüsse im marktwirtschaftlichen Gesundheitswesen und um nicht viel anderes. Ne? Ja, dann hatte ich hier noch eine Schlussbemerkung für heute. Ja, zum Beispiel jetzt die Sender, die unsere Sendungen veröffentlichen, haben nicht allzu viele Abonnenten. Ja, also
News und Talks hat, glaube ich, bei YouTube nur 220 Abonnenten, bei Instagram auch nur so ungefähr 230 Abonnenten und so weiter. Und dann gibt es andere Sender, die haben 20 Millionen Abonnenten, ja? Ja, aber wie erklärt sich dann, dass wir bis jetzt man eigentlich im Internetfernsehen nur einen einzigen seriösen Sender gefunden hat, Kryptowelt, ja, wo ja auch letztens ein Talk mit mir stattfand, ja, der sagte, ja, natürlich müssen wir verschiedene Sichtweisen hören. Bei allen anderen Sendern hat man den Eindruck, es sind reine Sektensender. Also man könnte so sagen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss zu Recht aus allen möglichen Gründen kritisiert werden, weil auch dort nicht alle Sichtweisen und Meinungen berichtet werden. Ja? Auch die Bild-Zeitung hatte ja nur ganz klein über die Next Scientist for Future.de berichtet, anstatt eine riesen Tagesschlagzeile daraus zu machen. Aber und die Tagesschau hat noch nicht über den Weltrat berichtet, immer noch nicht, und immer noch nicht über die Next Scientist for Future.de berichtet im großen Stile. Also insofern gibt es da auch keine Ausgewogenheit. Aber ich glaube, im Internet muss man sagen, bis auf so wenige Ausnahmen wie den Sender Kryptowelt, sind das alles Sektensender. Das sind alles Propagandasender, die eine bestimmte Ideologie verbreiten. Ja, so wie die Atlas-Initiative von Dr. Markus Krall natürlich auch keine kritischen Stimmen hören will und überhaupt nicht diskutieren will und so weiter. Ja. Und das ist Sektenfernsehen. Ne? Das ist einfach so. Ne? Und deswegen, also noch einmal hier, 20 Millionen Abonnenten, da wüsste ich aber genau, also 20 Millionen Abonnenten, könnte ich mir gar nicht erklären, dass so etwas noch etwas mit Wahrheit zu tun haben kann. Denn wie soll ich mir das erklären? Ja? Also, eine niedrige Abonnentenzahl kann bedeuten, dass es sich um die dümmsten handelt der Welt, die alles falsch sehen, ja, und die Dümmsten der Dümmsten, da es in der Welt nur wenige Dumme, Saudumme gibt, ja, können die natürlich auch nur wenige Abonnenten haben, wobei ja übrigens News und Talks prozentual, glaube ich, schneller steigt als jeder andere Sender im Moment im Internet, ne, prozentual, aber nur prozentual, natürlich nicht in absolut Zahlen. Wenn sie 20 Millionen haben, wenn sie da 1% Zuwachs haben wollen, dann müssten sie ja schon wieder 20 Millionen, 1%, 2 Millionen, 200.000, müssen sie 200.000 neue Abonnenten haben, bevor sie sagen können, sie haben ein Wachstum von 1%. Ne? Es könnte jetzt sein, dass sozusagen der Sender News und Talks zum Beispiel und auf Instagram oder und auf anderen Plattformen, dieser neue Fernsehsender, dass der einfach strunzdumm ist, das könnte sein. Und daraus erklärt sich, dass es eben nicht Millionen an Abonnenten sind. Es könnte aber auch sein, dass es eben der einzige wirklich wahrheitsorientierte Sender ist. Und da die meisten Menschen überhaupt keine Nähe zur Wahrheit haben und nicht intelligent genug dafür sind, da gibt es dann halt relativ wenig Abonnenten. Während wenn ich eine große Dummheit oder eine durchschnittliche Dummheit habe, also etwas Mitteldummes, dann komme ich leicht auf 20 Millionen Abonnenten, weil hier gibt es einfach viel mehr Menschen. Es gibt einfach viel mehr Mitteldumme als Genies oder Saudumme. Ja, also Genies gibt es ganz wenige und Saudumme gibt es ganz wenige. Mitteldumme gibt es Massen. Ja, und da Leute immer nur das mögen und liken, was genauso ähnlich dumm ist wie sie selber. Ja, ist es ganz klar, dass sie für Mitteldummes können sie problemlos 30 Millionen Abonnenten kriegen. Nur wenn wir irgendwann, wenn die Sender, die unsere Sachen berichten, irgendwann 30 Millionen Abonnenten kriegen, dann weiß ich nicht, ob wir das nicht als Gefahrensignal dafür nehmen sollten, dass wir völlig daneben sind, denn das ist verdächtig. Also ich meine, wenn wir 10% der Bevölkerung als Abonnenten kriegen würden, also 8 Millionen Abonnenten,
irgendwann, wenn da das damit könnte man dann vielleicht noch leben. Wenn es mehr werden, dann müsste man nachdenken, dass man was verkehrt macht, dass man vielleicht doch nicht die Wahrheit im Blick hat, weil dann irgendwie sehr inkompetente Leute da mit dabei sein müssen. Und wie ist man dann selber inkompetent? Diese Fragen müsste man sich dann stellen, ne? Ja, also abschließend sozusagen, ja, ich hoffe, Sie konnten auch wieder die kleine Ahnung bekommen, dass Sie es hier mit dem einzigen Ort auf der Welt der Wahrheit zu tun haben, wo auch alles kontrovers diskutiert wird. Also noch einmal herzlichste Einladung, ja, jederzeit, jeder Kritiker gerne. Gerne sofort machen wir eine Sendung, können wir hier direkt mitschneiden, einen Telefontalk, eine Telefonkonferenz können wir jederzeit mitschneiden. Die Telefonkonferenzen haben auch viel bessere Tonqualität als dieses Internetzeug. Die Tonqualität ist ja erschreckend schlecht bei diesen Internetkonferenzen. Ja, was da an Tonqualität einem zugemutet wird, ist ja wirklich der Horror, ne? Also eine ganz normale Telefonkonferenz, ist für uns dann auch noch total kostenlos und so weiter. Da haben sie viel bessere Tonqualität und man kann ja die Fotos der Leute einblenden hier so auf dem Bildschirm. Also ich hoffe, Sie konnten wieder eine kleine Ahnung gewinnen, dass hier der einzige Ort der runden, kompletten Wahrheiten ist und dass wir die Einzigen sind, die kein Sektensender sind, sondern mit jedem bereit sind, also sofort als Kryptowelt gesagt hat, natürlich reden wir mit Leuten, die anderer Meinung sind. Und sofort hat man eine Sendung gemacht und so, wir machen mit jedem sofort eine Sendung, wenn er sich anständig benehmen und ausdrücken kann. Das ist die einzige Minimalvoraussetzung. Aber man hat es ja gesehen, sogar der linksextreme Thilo Jung mit Jung und Naiv konnte ein anständiges Gespräch mit Professor Sinn führen, obwohl der Professor Sinn die ganze Zeit, Professor Hans-Werner Sinn, obwohl der die ganze Zeit nichts anderes sagen musste, ja lieber, das sind doch alles linke Träume, die ich auch mal früher hatte, als ich 68 war und als ich noch zum Sozialistischen Hochschulbund oder sowas gehörte und SPD-Mitglied war, da hatte ich solche Träume auch noch, ja, aber das ist alles nicht realistisch, das musste ich ja lernen, wissenschaftlich lernen, dass das alles unrealistische Träume sind, ja, und trotzdem ist es eine anständige Sendung, die ich also jedem empfehlen kann. Ich empfehle jedem 4 Videos außerhalb. Eigentlich gibt es nur 4 gute Sendungen, Internet-Fernsehsendungen außerhalb unserer Sendungen und der von vom News und Talks veröffentlichten Sendungen, wo ja auch die Bild-Sendung dazugehört und die Profiteure der Angst von Arte dazugehört. Sie müssen mal gucken, was da alles noch veröffentlicht wird von News und Talks. Aber die haben wirklich nur, die veröffentlichen wirklich nur höchste Qualität, ja. Und ja, vielleicht empfehle ich denen mal jetzt hier, die sollen jetzt auch diese 4 Videos aufnehmen in ihre Playlist, wenn das möglich ist, ja. Und zwar, ich würde sagen, also sucht mal, also in der Playlist, das dauert ja immer eine Zeit lang, bis die Sendung erscheint, ich werde die gleich mal anrufen, die sollen einfach mal diese 4 Videos aufnehmen. Professor Hans-Werner Sinn bei Thilo Jung und Naiv. Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie GWÖ bei Thilo Jung und Naiv. Und Dr. Markus Krall, also der neoliberale Chefideologe bei KenFM, beim Sender KenFM. Und zur Not noch eben Professor Nico Pech bei Thilo Jung. Ja? Diese 4 Sendungen werde ich jetzt gleich anregen, dass die vom Sender in deren aktuelle Playlist aufgenommen werden. Die findet ihr also dort direkt zum Anklicken.
wahrscheinlich dann rund um diese Sendung hier rum verteilt wahrscheinlich, ja? Naja, also müsst mal schauen. Also die Sendung erscheint ja jetzt mit ein, zwei Stunden Verspätung, weil die muss ja jetzt erstmal an den Sender transferiert werden und dann müsste die ja noch hochgeladen werden und geschnitten werden und so weiter, ja. Wobei das Schneiden mache ich ja jetzt hier schon, aber das muss ja dann hochgeladen werden vom Sender. Ja, also. Wenn Sie nur ein bisschen die Ahnung hätten, dass Sie es hier mit der einzigen nicht sektiererischen, echten Wahrheit zu tun haben, dann hoffe ich, dass Sie Spaß hatten an der heutigen Sendung und bald wieder dabei sind, wenn heute Abend oder morgen die nächste wissenschaftliche Tagesschau heute kommt. Tschüssi!